Ich mag die Musik hier. Okay. An sich mag ich den Dungeon aber nicht so gerne. Einfach weil hier sehr, sehr viele Blitzfänger-Pokémon rumlaufen. Ja, da haben wir gleich mal Level 2 und Level 3 und Level 4 und Level 5. Level 6, Level 7. KP plus 12, Angriff plus 6. Ja, das sind jetzt halt die Stats, die von insgesamt 6 Level-Ups kommen. Was hast du überhaupt für Attacken? Okay, Raserei und Biss. Na gut, das geht wesentlich schneller mit dem Level-Ups, als ich dachte. Level 8. Da ist ein Top-Elixier und eine Amarena-Beere. Du hast nur als versteckte Fähigkeit Blitzfinger und versteckte Fähigkeiten gab es hier noch gar nicht. Level 9. Okay. Und schon haben wir Level 10 hier drauf. Silberblick machen wir aber mal aus. Ich frage mich, wann die ihre erste Drachenattacke kriegt. Du kriegst einen Durchbruch. Und Level 11. Das ist eine richtige Level-Up-Orgie. So langsam hält die Fio auch ein bisschen was aus, hat schon 53 KP. Sind schon mal 20 KP mehr, als sie am Anfang des Dungeons hatte. Sie hat sogar schon mehr KP als Destiny. Hm. Das, obwohl der ein Felino ist, ja, Felino hat eigentlich ein bisschen mehr KP immer. Ach komm, dann machen wir es halt so. Okay, ich sollte ihm vielleicht die Raserei auch ausmachen. Oh, das war sogar mal ausnahmsweise mein Level-Up. Und Fliegis. Oh, der lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Kreideschrei, vergiss es.
eignet sich zwar super zum Blinkattacken machen, aber... was lernst du jetzt? Schlammbombe? Ja, komm, Routenschlag weg. Ja. So, der einzige, der jetzt kein Level-Up hatte, war Fio. Du greifst mal bitte nur noch mit Biss an. Da liegt ein Gummi. Haben will. Silbergummi. Fußkick kommst du gegen mich nicht weit. Dafür wiegt ein Pikachu ein bisschen zu wenig. Und Level 12. Und wir haben schon die Hälfte. Die Musik hier mag ich eigentlich noch viel lieber. So schön angespannt. Währenddessen in Schottstadt. Ah, verstehe. Das ist also mit eurem Schwimmreif passiert. Was für eine Gemeinheit. Das Team von Kilian ist also auf dem Weg dorthin, ja? Ja. Sie haben gesagt, sie wollen ihn für uns holen. Das freut mich für euch. Ihr könnt beruhigt sein. Immerhin kümmert sich jetzt Team Crosshard darum. Ja, das stimmt. Sie haben auch einmal Azuril gerettet. Wir sind so dankbar, dass sie uns helfen. Guten Tag allerseits. Worum geht es denn? Hallo Zwirfins, wir sprechen über das verlorene Item von Meryl. Erinnerst du dich, wir haben uns erst kürzlich darüber unterhalten. Natürlich, ich glaube du meinst den Schwimmreif, oder? Du hast es gehört, dass er am Strand liegt, wenn ich mich recht erinnere. Genau, genau, aber jetzt gibt es Neuigkeiten. Hm, ich verstehe, das ist wirklich schrecklich. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand so hinterhältig sein kann. Wer so tief sinkt, muss schon ein erbärmlicher Lump sein. Ganz meine Meinung. Kindern gegenüber so gemein zu sein und dann noch zu so kleinen Kindern wie diesen Brüdern. Das ist absolut unentschuldbar. Noch eine Sache. Wohin ist Team Crosshard gegangen? Sie sind zur Ampere-Ebene gegangen. Wie bitte? Sagtest du zur Ampere-Ebene? Aber in der Ampere-Ebene ist zu dieser Jahreszeit die Saison der... Nein, das ist fatal. Team Crosshard schwebt in ernster Gefahr. Was? Ich muss sofort zur Ampere-Ebene. Was? Warte! Tja, wir schweben in Gefahr und wir wissen es offiziell nicht. Ja, offiziell. Inoffiziell wissen wir schon davon. Ja, wir müssen den dann ja sowieso weitermachen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und ich bin erstaunt, dass bis jetzt noch keine Blitzfänger-Pokémon mir über den Weg gelaufen sind. Normalerweise wimmelt's hier von denen. Tauros. Ich nutze hier nur meine Link-Attacke, weil ich damit mehr Erfahrungspunkte kriege. Oh, ein Vati will sich uns auch anschließen. Ja, komm her damit. Es ist wieder ein Weibchen. Wie nennen wir denn dieses Vati? Kurz überlegen. Ein Schäfchen. Schäfchen, Schäfchen. Ich könnte jetzt eine kleine Hommage an unser Pokémon Silber-Let's Play machen. Dann nenne ich die jetzt einfach Jenny. Nach Fliegis Freundin. Ich weiß nicht, ob sie immer noch zusammen sind. Ich gehe mal davon aus. Ich habe mit Fliegi schon länger nicht mehr geschrieben. Aber Fliegi, das ist für dich. Deine Freundin ist jetzt auch bei uns im Team. Wen schicken wir denn zurück? Wir schicken Jenny erstmal zurück.
auch eh keine zwei Elektro-Pokémon in einer Gruppe. Ein Heilsamen, das ist mehr als brauchbar. Eisendorn, ein Spezialband. Oh Moment, ich sollte vielleicht mal... und das hier kann man mal fixieren. Einfach damit man notfalls was zum Werfen haben, wenn wir was brauchen. Box. Ach, wir haben schon wieder keinen Inventarplatz mehr. Können wir irgendwas wegtun? Köderorb braucht man nicht. Da liegt ein Spezialband. Was brauche ich denn eigentlich gar nicht? Komm. Äpfel habe ich mehr als genug. Jetzt kann ich keine Elektroattacken benutzen, da sind Fritzelblitz anwesend. Fio erreicht Level 13, das ist sehr schön. Solange Fritzelblitz auch nur in der Nähe ist, kann ich keine Elektroattacken benutzen. Das ist das Gemeine. Was? Der will sich mir anschließen. Ja, ja damit. Das ist jetzt ein Männchen, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir sind auf Ebene 3, auf ungeradseitigen Ebenen sind es Männchen. Ja, genau. Was haben wir denn? Wir haben schon wieder ein Elektro-Pokémon. Wie nenne ich denn den? Wie nenne ich denn den? Ach. Damit er auch mal irgendwo mit drin ist. Ich weiß zwar, dass er lieber ein Raikou wäre, aber komm, Yuki, du bist zumindest ein Elektro-Pokémon. So, Yuki, du gehst mal bitte zurück. Da ist schon wieder eins. Da gerade kein Blitzfänger in der Nähe ist. Müssen wir direkt ausnutzen. Destiny erreicht Level 20. Wenn es jetzt könnte, würde er sich jetzt entwickeln. Oh! Moment, das nutzen wir gleich mal aus, aber erstmal. Nehmen wir hier das restliche Zeug noch mit. Wie viel Geld habe ich dabei? 4,95. Wir kaufen uns ein paar Wundertüten. Ach, stimmt. Mein Schatzbeutel ist voll. So, was sind mir denn die Wundertüten wert, dass ich was da lasse? Zeit, dass ich langsam mal wieder einen größeren Schatzbeutel kriege.
Eine Sinelbeere. Okay, das war jetzt nicht so toll. Können wir noch irgendwas da lassen? Ich brauche keinen Warpsamen. Oh, ein Rotgummi. Das ist schon wesentlich besser. So. Jetzt müssen wir direkt nochmal was da lassen. Ich werfe eine Amrena-Beere weg. Ein Flora-Gummi. Ja, das jetzt hat sich schon gelohnt. Vergiftet werden wir hier höchstwahrscheinlich nicht. Hier fliege ich mal. Und noch eine Sinelbeere. Naja, immerhin zwei Gummis. Dafür, dass die Attacke eigentlich keine Wirkung haben sollte, hat sie aber ganz schön Schaden gemacht jetzt. Und die Dodri geben ganz schön gut EP. Taubsamen, Heilsamen. Den tausche ich mit einer Sinelbeere aus. Angstorb. Nicht dein Ernst. Okay, genau dafür habe ich das Ding hier dabei. So. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den jetzt fixieren. Okay, die muss ich jetzt einzeln auseinandernehmen. Die IP nehme ich jetzt natürlich mit. Auf mich zu. Oh, Level 25. So. Jetzt sind alle Blitzfänger weg. Jetzt können wir so aufräumen. Level 21 für Destiny. Er kann Feuerschlag. Und trifft mich nach den ganzen Doppelteams vor allem noch.
7 Poke. Hm. Reicht Level 15. Mein Fluchtet kann zwar schon nicht mehr weiter steigen, aber egal. Wir haben einen ganzen Monsterraum geplättet. Dafür ist zwar jetzt ein Erstarrorb draufgegangen. Nicht weiter. Eine Passivbeere.